Fast jeder von uns hat jetzt so ein Ding, ein Laser oder eine Golfuhr. Und das ist riesig, weil wir können so richtig herausfinden, wie weit wir schlagen. Ich habe jetzt gerade einen Podcast oder ein Video von Rick Shields. Er spielte mit Tom Watson, der ehemalige British Open Sieger. Und der Watson sagte, eigentlich geht es beim Golfen, den Ball die richtige Entfernung zu schlagen. Das ist das Hauptziel des Spieles. Nur ich habe neue Eisen bekommen, schöne Titleist T200. Und ich muss jetzt herausfinden, wie weit ich mit jedem Schläger schlage, vor allem mit den Wedges. Und dann ist es mir wieder so klar geworden, wie wichtig es ist, was ein Vorteil es ist, wenn wir die Entfernung kennen. So, wenn du Glück hast wie ich heute, dass die Bedingungen perfekt sind, da ist kein Wind, nutz die Gelegenheit aus, herauszufinden, wie weit du schlägst. Man kann es am besten an den paar drei Löchern, aber wenn man Laser hat, ist natürlich auch sehr, sehr gut. So, ich habe 151 Meter. Gefühlt ist das genau zwischen Eisen 8 und Eisen 7 für mich. Ich werde jetzt schlagen. Ich werde dann zum Grün gehen und gucken, wo der Ball liegt. Ich werde gucken, wo die Pitchmarke ist. Und ich werde das notieren auf mein Handy. Das tue ich jetzt schon seit einer Stunde. Ich bin jetzt am Loch Nummer 5 hier in Lüttelsburg und das ist sehr, sehr wertvolle Information. So, wenn es geht, immer ein kleines Buch bei dir haben und schreib deine Längen auf. Das, glaube ich, wird für deine Golfzukunft sehr viel ausmachen.